Freunde, wir sind mal wieder am Bahnhof in Sieke. Jetzt rollt gerade die Regio S-Bahn RS2 ein. Aktuell ist eine Bombenentschärfung in Osnabrück. Deswegen fahren wohl die Regionalexpresszüge nicht bis Osnabrück, beziehungsweise wo sie enden, kann ich gar nicht sagen im Moment. Ob jetzt gleich noch Fernverkehr kommt, der ja sonst hier immer überholt, kann ich jetzt auch so nicht sagen. Die Regio S-Bahn, die jetzt gerade eingefahren ist, fährt nach Twistring. Dort endet ja die RS2 und fährt leider nur im Stundentakt. Sonntag mag das vielleicht gerechtfertigt sein, aber ich würde mir wünschen, dass wir in der Woche endlich und schneller einen Halbstundentakt in der Hauptverkehrszeit bekommen. Auch wenn natürlich immer alle sagen, ja, wir haben einen Halbstundentakt, zum Beispiel nach Bremen oder Twistringen, das ist klar, weil stündlich fahren die Regionalexpresszüge RE9 und die Regio S-Bahnzüge RS2 hier. Aber das ist mir persönlich zu wenig. Alles redet immer von Verkehrswende hier, Verkehrswende da, und wirklich passieren bei den Takten tut mir persönlich viel zu wenig. Es hat sich an einigen Stellen was verbessert. Ohne die Baustelle am Zeppelintunnel gibt es einen Halbstundentakt bei der Regio S-Bahn bis nach Verden. Das ist die RS1. Und Hude bis Hude gibt es durch einige Überschneidungen von Regio S-Bahn-Linien auch einen Halbstundentakt. Aber ich meine, warum dürfen wir hier in Sieke oder Kirchweih Gemeinden und Städte mit teilweise über 30.000 Einwohner nur von einem Stundentakt der jeweiligen Linien teilhaben? Das finde ich persönlich viel zu wenig. Also da würde ich mir wirklich, wirklich auch mehr Bahn wünschen. Ob das alles immer ausreichend ist, das kann ja keiner sagen, weil ich sag mal ganz ehrlich, irgendwo das ist alles Glaskugelleserei, ne? Und niemand verlangt, dass Sieke jetzt oder Kirchweih jetzt zum Intercity-Expressknoten wird. Gott bewahre. Wenn wir in Bremen schneller angebunden sind, reicht, dass wir da Eurocity, Intercity und Intercity-Express erreichen können. Also mir wäre es lieb, dass wirklich auch mal mehr gemacht würde hier, was die Takte angeht. Irgendwie die Verkehrswende ist bei mir nur in Teilen angekommen. Und dann würden ja auch noch mehr Leute die Bahn nutzen. Ja, die Regio S-Bahn wartet. Die Gegenbahn trifft auch bald ein, kurz nach 12, und fährt dann Richtung Bremen Hauptbahnhof bzw. Bremerhaven-Lehe. Ansonsten sind alle Signale aktuell auf Rot. Es fährt also im Moment nichts. Das mag wohl alles mit der Bombenentschärfung in Osnabrück zusammenhängen. Ja. Schauen wir mal, wann die RS2 kommt, ob sie pünktlich kommt.
Ja, jetzt sehe ich doch ein Signal auf grün. Das scheint das Gleis 2 zu sein. Wenn ich richtig sehe, kommt also doch noch was. Und auch die Regio S-Bahn nach Twistringen hat eigentlich grün. Könnte jetzt auch gleich fahren. Schauen wir mal, was sich hier gleich bewegt. Einige Fahrgäste sind schon da, um die Regio S-Bahn zu kriegen. Es ist halt Sonntag, es ist halt weniger los als in der Woche. Und so, jetzt kommt ein Intercity. Ja, Sonntag ist halt weniger los. Wir haben jetzt 12 Uhr mittags. Und viele werden vielleicht schon kochen, Mittagessen, je nachdem. Für bessere Takte geht es darum, in den Hauptverkehrszeiten innerhalb der Woche Berufsschulverkehr oder Pendlerverkehr nach Bremen. Auch könnte ich mir viele Modelle vorstellen, wenn vielleicht eines Tages mal die Bahnstrecken Eistrup-Sieke oder was um Bünde reaktiviert werden würden, dann könnte es ja noch mehr Pendlerverkehr geben. Jetzt fährt die RS2 los. So, jetzt kommt auch die RS2 eingefahren auf Gleis 1 und der vordere Teil ist schon in den neuen S-Bahn-Farben der Regio S-Bahn, so wie sie auch schon in Hannover fährt, und wir kommen damit jetzt auch in Berührung bei der S-Bahn, Regio S-Bahn Bremen, Niedersachsen. Sogar der ganze Zug ist mit den Farben lackiert, beklebt. Und das war noch eine Intercity-Express-Überholung, also es fährt doch ein wenig auf der Heulbahn zwischen Osnabrück und Bremen. Da wird die Regio S-Bahn jetzt noch ein wenig warten müssen, bis sie dann weiter darf. Ja, und da fährt sie jetzt auch ab.
Richtung Bremen mit Verspätung. Aber sie fährt. Denn Personal ist ja auch immer so eine Frage bei der Regio S-Bahn. Also ich hoffe, dass bei der RS2 dann in Zukunft mehr passiert oder wie gesagt auf der Bahnstrecke Twistring nach Bremen bessere Takte, mehr Bahn, sodass wir auch endlich an der Verkehrswende teilnehmen dürfen, fernab irgendwelcher Straßen.